Minutenlang die Haare richten, das Gesicht nochmal abpudern. Sängerin Nicole Scherzinger beherrscht Perfektion wie kaum ein anderer Star. Es wirkt fast so, als sei das ihre Rüstung. Doch dann kommt in unserem Interview der Moment, in dem die Fassade bröckelt. Endlich sehen mich die Leute anders. Ein Luxushotel in Berlin, Samstagmorgen um 8. Hier bauen wir das Set für unser Gespräch mit Nicole Scherzinger auf. Üblich bei Hollywood-Stars viel Licht, das macht immer ein bisschen frischer. Unüblich hingegen lediglich 20 Minuten Verspätung, die die 46-Jährige hat. Die seien ihr wahrlich verziehen. Keine 24 Stunden vorher war sie noch auf Hawaii, ihrer Heimat. In Berlin ist sie als Speakerin auf der Messe IFA gebucht. Kurz davor nimmt sie sich Zeit für uns und beginnt unser Interview mit einer Entschuldigung. Tut mir leid, ich habe den Stuhl nach hinten geschoben. Kein Problem. Ich will hier das Bild nicht durcheinander bringen. Sie zeigt uns das komplette Gegenteil zu ihrem Diven-Image, das Teile der Presse, aber auch manche Ex-Mitglieder ihrer ehemaligen Band Pussycat Dolls von ihr zeichnen. Sie hat ihren Stiletto nach mir geworfen, nicht nur einmal. Und fast hätte sie mich damit ins Gesicht getroffen. Wow! Es ist das Jahr 2005 und eine damals 27-jährige Nicole Scherzinger stellt als Frontfrau der Pussycat Dolls die Musikwelt auf den Kopf. 55 Millionen CDs verkaufen sie mit Hits, die auch fast 20 Jahre später fast jeder kennt. Neben dem Erfolg ist aber vor allem eine Sache Thema. Nicole singt so gut wie alles, Nicole steht immer in der Mitte, die anderen Pussycat Dolls sind nur im Hintergrund. Ein Konzept, an dem auch beim Comeback der Band 2019 nicht gerüttelt wird. Eine Reunion-Tour platzt jedoch, Gerüchten zufolge wegen Nicoles Star-Allüren. Seitdem ist die Band Geschichte und offenbar auch ein unerwünschtes Thema. Aus jeder unserer Interviewfragen, die wir im Vorfeld einreichen mussten, wird das Wort Pussycat Dolls gestrichen. Musikalisch arbeitet sie nur noch solo. Ich war noch nie so mutig, was mein Songschreiben betrifft, wie jetzt. Ich arbeite ständig an meiner Musik. Ich suche gerade nur die richtige Plattform dafür. Ein bisschen Diva scheint schon in Nicole Scherzinger zu stecken. Doch im Interview zeigt sie uns auch ihre andere Seite. So wirkt sie streckenweise fast schon schüchtern und zurückhaltend. Um ehrlich zu sein, ich bin immer nervös. Vor allem, wenn ich sprechen muss und nicht singen darf. So erlebe sie vor allem ihr Verlobter, der 39-jährige Ex-Rugby-Spieler Tom Evans. Diese Beziehung schütze sie wie ihren Augapfel. Natürlich will ich zeigen, wer ich als Mensch bin. Mir ist es aber sehr wichtig, dass mein Privatleben, so gut es geht, unter Verschluss bleibt. Das ist mir fast schon heilig. Deswegen poste ich nur wenig Privates. Ich will mich nicht offenbaren. Offenbart habe sie schon genug in ihrem Leben. Das übersexualisierte Image der Pussycat Dolls habe ihr geschadet, so die 46-Jährige. Öffentlich sei sie darauf reduziert worden. Und so merken wir, dass sich die Sängerin vor allem bei einem Thema öffnet. Seit einem Jahr spielt sie im Musical Sunset Boulevard die Hauptrolle der Norma Desmond, einer alternden Filmdiva, die Wahnvorstellungen entwickelt. Im April dieses Jahres wird sie bei den Olivier Awards, einem Theaterpreis, als beste Musical-Schauspielerin ausgezeichnet. Diese Rolle hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich werde nun in einem ganz anderen Licht gesehen. Mein Name wird mit anderen Dingen verbunden. Ich bin jetzt eine Schauspielerin mit Facetten und Tiefgang. Eine dieser Facetten ist bestimmt die der Diva, aber Nicole Scherzinger ist eben mehr als dieses alte Klischee. Sie ist vor allem eine Künstlerin, die der Welt nun ihr neues Ich zeigen kann.